paar Minuten zu spät, dann haben schon die ersten wieder abgeschaltet. Ab auf die Bühne. Machst du den Schränk, ich mach die Musik rein? Ja. Und Action. Oh. So, hallo von mir. Mein Name ist Nenad und ich spiele ja sichtbar Akkordeon. Jedoch ist das kein normales Akkordeon, sondern ein ganz besonderes Akkordeon neuer Art. Das ist ein elektronisches Akkordeon Marke Roland. Und ich besitze dieses Instrument seit etwas mehr als 2 Jahren. Und seitdem hat sich mein Leben komplett geändert und die Pläne dementsprechend auch. Ich stelle euch das heute mal vor, was das alles spielen kann. Und freue ich mich auch über euer Feedback. Und schreibt in die Kommentare, was ihr meint, Verbesserungsvorschläge eventuell oder was ansonsten. Also ich muss mal sagen, in Deutschland ist das so, dass wenn man gerade an diese Akkordeonwelt denkt, dass es halt meistens hier im Norden, denkt man als durchschnittlicher Mensch, ja, Akkordeon ist sowas. Da herrscht doch ein ganz anderer Klang. Thank you.
viel erstmal zu Deutschland und den Vorstellungen, was ein Akkordeon so spielt. Ich meine, die durchschnittliche Vorstellung davon sind auf jeden Fall, dass ich, was ich eben gerade in den ersten zwei Stücken vorgestellt habe. So, jetzt gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die südliche Musik auch zu spielen. Ich meine jetzt mit südlicher Musik jetzt irgendwas aus Griechenland zum Beispiel. Das wäre ein Stück, was auch mit den Klängen dementsprechend besetzt wurde, so dass man ein Gefühl bekommt, dass ein Ensemble aus Griechenland gerade vormacht. Diese traditionelle Schiene, die man mit diesem Instrument eingehen könnte. Man könnte natürlich auch mal sich als Akkordeonist überlegen, was man alles aus dem Instrument machen kann und welche Musik man auch präsentieren könnte. Und da sage ich ganz offen, das ist fast alles, was ich jetzt bisher kennengelernt habe, als erstmal möglich auf diesem Instrument. So könnten wir zum Beispiel auch die Hits aus dem Radio machen. Und da mache ich ja einen Mix von einem Hit, der ein bisschen neuer ist, und neuer spreche ich in den letzten 5 Jahren, und das ist das Intoxicated. Und das andere ist etwas älter von Benny Benassi und heißt Hit My Heart. Die beiden Sachen werde ich kurz anspielen, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Thank you.
Hit aus dem Radio würde ich auch nicht weglassen, da mir die Hits, die im Radio ein Akkordeonklang besitzen, sehr lieb sind. Ja, was auch logisch ist, da ich ja auch ein Akkordeonist bin. Und das ist ja der Hit von Namika, Je ne parle. Da würde ich auch das nur erstmal anspielen und ja, dem Publikum einfach dieses Instrument näher zu bringen. Überraschend ist für diejenigen, die das jetzt nicht kennen. Und das erlebe ich halt immer wieder aufs Neue. Und natürlich auch eine Frage, die sich auch zu den elektronischen Instrumenten stellt. Macht das Instrument von alleine eine Begleitautomatik oder eben gibt es irgendein Sample, der dazu läuft? Da sage ich auch als Akkordeonist nein. Es ist alles inklusive Effekte live vorgespielt. Das bedeutet, dass die Effekte nur dann kommen, wenn man was gespielt hat. Also im Grunde genommen gibt es gar nichts, was sozusagen von alleine weitergeht. Und so ist das generell, wenn ich musiziere, dass wenn ich alleine bin, ich vermeide. Oder wenn ich einfach alleine bin, dass ich mich als Musiker eben präsentiere und die technischen Fähigkeiten, die man sich ja mit den ganzen Jahren halt eingeübt hat. Das als nächstes würde ich mal gerne was aus Serbien vorspielen. Und Serbien ist meine Heimat, da komme ich ursprünglich her und bin in Deutschland seit 14 Jahren. Und von daher bringe ich natürlich auch die etwas kräftigere Musik mit den Blechblas-Geschichten. Es gibt nämlich in Serbien ein Festival namens Guča und ist in demselben sogenannten Ort, findet das ja jedes Jahr statt, außer dieses Jahr natürlich. Und dort sind diese Blechbläser sozusagen vertreten, dort findet ein Wettbewerb statt und so weiter.
Und so wie sich das dort vor Ort anhört, kann ich ja zumindest mit meinem Akkordeon nachmachen. Thank you.
Das wäre der Balkanteil auf dem Akkordeon. Und dazu muss ich sagen, ich habe ja auch selber im Balkanteil so ein bisschen in die Elektro-Richtung geschoben. Und das ist nicht zu wundern, weil das sozusagen ja, meine Marke ist oder geworden ist mit der Zeit, und damit lebe ich auch ganz glücklich, indem ich mich eben in der elektronischen Musik improvisatorisch austobe, weil das viel Freiraum lässt. Und somit ist ja, das Improvisieren in die Richtung Techno ja, auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig für einige, aber für mich hat das in der letzten Zeit das größte Glück gebracht. Somit konnte ich ja auch letztes Jahr zum ersten Mal bei der Fusion Festival auftreten, was für mich natürlich auch sehr, sehr besonders war, da ich zu diesem Zeitpunkt auch noch relativ am Anfang war, und hoffe, dass ich natürlich dort irgendwann mal wieder auftrete, und sowohl wie auch anderen elektronischen Festivals. Davon werdet ihr bestimmt auf meiner Facebook-Seite viel erfahren von, und wo ich mich überall bewege, sage ich auch nachher mal was kurz dazu. Jetzt geht es in die Richtung Elektro, und damit wir nicht gleich so Techno-Richtung einschlagen, habe ich auch gedacht, dass wir mit so einem leichtem Elektro rübergehen mit einer bekannten Melodie namens Popcorn.
Ja, ist doch ein bisschen warm geworden, das merkt ihr auf jeden Fall. Ich mache einfach mal weiter mit Elektro und wiederhole nochmal, dass, obwohl es manchmal sich so anhört, dass irgendwas geloopt wird oder gesampelt wird, ist das nicht der Fall. Ich spiele halt alles live auf dem Instrument zuzüglich Effekten. Ach so, ja, die nächsten zwei Stücke werde ich zusammen nacheinander vorspielen. Das sind die ersten eigenen Elektrowerke von mir. Die hören sich ja etwas technoid an. Und da muss ich ja zu sagen, ja, das sind die ersten Elektrowerke, das in der Zeit entstanden sind, wo ich es überhaupt entdeckt habe, dass auf dem Akkordeon so etwas möglich ist.
Ja, es wird immer heißer hier, aber ich bin sehr dankbar, Florian und Lutz, dass sie sich um mich die ganze Zeit hier kümmern. Und jetzt eben gerade habe ich einen Ventilator als eine Erleichterung bekommen und die hat mir, vielen Dank, Wasser auch gerne, vielen Dank. Und ja, die hat mir geholfen, dass ich ja hier nicht größere Schweißausbrüche habe. Das, was ihr gesehen habt, waren eher kleinere. So, jetzt geht es einfach mal weiter. Das waren also meine zwei eigenen Werke, und zwar Technose und das Techno for Example. So habe ich sie am Anfang genannt und mich doch entschieden, den Namen zu behalten. Jetzt als nächstes würde ich ein Cover spielen, und zwar einen ganz bekannten Cover. Das ist. Vielen Dank. Danke, lieber Florian. So, zum Wohl erstmal. Und nicht ins Akkordeon gießen. Also, ein ganz bekanntes Stück, ein Cover von mir. Insomnia aus den 90er Jahren kennt doch jeder. Viel Spaß.
So, das war Insomnia. Und jetzt kommt jetzt schon wieder ein Stück von mir. Und das ist auch alles jetzt Elektro, was weiter bis Ende dieses Konzertes geht. Ist nur Elektro und da sage ich, das ist auch ein eigenes Stück von mir und heißt No Na Na Ni Ni. Es ist einfach ein bisschen merkwürdiger Ausdruck, aber da habe ich mir als einen so Gedanken dahinter gehabt, dass das ein Babytraum sein soll. Dann, wenn das Baby in das Babytraum reinschlucken soll, dann macht man sozusagen diese No Na Na Ni Ni Silben, damit das Baby einschläft. Und das versuche ich halt mit dem Akkordeon elektronisch zu machen. Thank you.
Als nächstes noch ein Werk von mir, Passion Tech. Weiter geht es in dieselbe Richtung, mein Werk Bessilei. Thank you.
So, da sage ich schon mal, jetzt kommen wir zu dem vorletzten Stück für diesen Nachmittag, Sonntagnachmittag, den 28. Juni 2020 in der Corona-Zeit. Ich spiele jetzt das vorletzte Stück, das auch von mir ist und heißt sowas wie Slavisches Deep. Und dementsprechend ist es Slavic Deep. Erinnert mich ein bisschen von Harmonien her an Richtung Osten. Somit kommen wir auch zu dem letzten Stück für heute. Und das heißt, ist auch ein Cover und heißt Domino und ist von Oxia in der Techno-Welt an sich ganz bekanntes Stück. Sozusagen ein Ohrwurm aus vier Tönen, die nicht mal sich abwechseln, sondern immer im Einzelnen derselbe vorkommen.
Das finde ich als Musiker schon beeindruckend, dass man mit so wenig Töne und auch so wenig Bewegung vor allem bei einigen Leuten einen Ohrwurm verursachen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich an das ganze Team von Kulturschloss Wandsbek, an Florian und Lutz, die mich vor Ort sehr herzlich empfangen haben. Und ich würde mich auch natürlich freuen, wenn wir es irgendwann mal auch wiedersehen. Und auch für die ganze Orga, an die Leitung, vielen herzlichen Dank, dass ihr das ermöglicht habt, dass ich bei euch live auftrete, auch wenn ohne Publikum, beziehungsweise mit einem Publikum online. So, Oxia Domino als allerletztes verabschiede mich hiermit und sage einen schönen, also westlichen Sonntag noch. Bis dann, tschüss, Vidimose.